YouTube. Ich bin Slut und ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, starten wir heute mit Far Cry 4. Jawohl, es ist endlich erschienen. Wir haben heute den 18.11. offizieller Release von Far Cry 4 und ich bin schon ganz gespannt und ich freue mich schon unheimlich darauf, mit euch dieses Game durchzuzocken. Wir drücken erstmal A zum Start und jawohl, wir melden uns an. Dass ich das aber auch immer direkt am Anfang schon vergimpe, ist schon echt lächerlich. So, Uplay. Verbinde dein Konto mit Uplay, um Maps veröffentlichen und vollständig auf unsere Multiplayer- und Koop-Angebote zugreifen zu können. Das Ganze werden wir erstmal überspringen, da ich glaube noch gar kein Uplay-Konto habe. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Wie ihr gerade schon sehen könnt, habe ich schon 0,44% des Spiels schon abgeschlossen. Abgeschlossen. Sprich 10 Minuten Gameplay ungefähr gehabt. Das war einfach nur eine reine Testaufnahme. Einfach mal um zu testen, wie es läuft. Wie ich das am besten rendern kann und so weiter und so fort, damit ihr das bestmögliche Bild natürlich habt. Wir starten selbstverständlich mit einem neuen Spiel. Auf der Schwierigkeitsstufe normal natürlich und zocken das Ganze offline, denn wir wollen ja keine ungebetenen Gäste während unseres Let's Play haben, noch nicht vorerst. Ich denke mal, wir werden später in den Koop-Modus auch noch mit reingehen und uns den zwischendurch mal eventuell mal anschauen, vielleicht mal in so einer kleinen Special-Folge oder sowas, aber da möchte ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Und jetzt geht's erstmal los. Ich bin leise. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey, dein Pass. Lass mich reden. Was wollt ihr? Jaldi. Was ist los? Da habt ihr alle. पटना बॉस पटना पटना में क्या परवा है तो बाढ़ में क्या लेकिन हमारी रेंज है मैंने कहा बाढ़ में क्या कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो चुप मिल गया कुछ मिल गया हेलो वापस नहीं जाने से निकलो अरे रुको साले
Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen. Should I stay or should I go? Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter, hey. Andererseits... Sie... hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad.
Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Hilfe. Nutz dein Zwerchfell. Hilfe. Hilfe. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ja, und damit nochmal ein recht herzliches Willkommen zu Far Cry 4 auf der Xbox One. Und wie gesagt, hier die Anfangsszene, die kenne ich schon. Hier, die habe ich jetzt schon vorher einmal angespielt. Ist halt einfach nur, damit ich die Aufnahme einmal ganz kurz abchecken konnte, wie das Ganze aussieht und so weiter und so fort. Ne, halt so die üblichen Standarddinger. Was zum Teufel? Ja. Ja, geht doch. Schön aufgemacht. So, wir haben ein Memo gefunden. Verstärkte Aktivitäten des Goldenen Pfades. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Banapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst sein. Gekennzeichnet Sergeant Misra. Ja, das ist ja schön für Sergeant Misra, dass er so eine Info hier rausgekloppt hat. Wir marschieren jetzt erstmal direkt einen Stockwerk tiefer, denn hier oben befindet sich nichts mehr. So, jetzt checken wir hier mal noch alles ab. Was haben wir hier noch? Reisedaten von Mr. Paul Harmon. Okay. Die Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen und nicht übertragbar, ist klar. Arbeite nicht zu viel. Ein Brief mit dem Titel und geschrieben von der guten Ashley an ihren Daddy. Hi Daddy, ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so, aber ich hoffe, du musst nicht zu viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Ich hab dich lieb. Ashley. Ja, alles gut und schön. Wir checken jetzt hier erstmal den Rest ab. So, hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Ah, okay, hier steht noch so eine Truhe. Selbsthilfebuch und wieder ein bisschen Kohle gefunden. Das ist immer sehr schön. Also Kohle werden wir bestimmt später noch ordentlich brauchen. Hier haben wir noch eine Truhe. Ein Skalpell. Nochmal Kohle. Na, das kann ich doch mal sehen lassen. So, haben wir denn sonst alles? Ne, hier liegt doch noch was. Oh, ein Brief mit dem Titel Onkel John. Hi Daddy, wenn du das nächste Mal hier bist, musst du unbedingt den Boiler reparieren. Du weißt, dass ich Onkel John nicht mag. Und wenn du weg bist, ist er ständig unten im Keller und repariert irgendwas. Und das Wasser wird immer noch nach 5 Minuten Duschen kalt. OMG, der ist so lahm. PS, denk dran, mir was Schönes mitzubringen. Hab dich lieb, Ashley. Ja, das ist sehr schön, vor allem in der heutigen Sprache hier mit OMG und so weiter und so fort. Finde ich alles super tutti. Haben wir denn hier oben jetzt noch irgendwas? Ja, ich glaube, wir haben hier eigentlich schon alles abgecheckt. Ne? Die Kiste, die haben wir offen gemacht. Das ist soweit. Die Kiste haben wir auch auf.
Ja, dann haben wir alles soweit und, oder? Haben wir hier noch irgendwie was? Kommen wir hier drüber oder so? Nee, okay. So, und bevor wir diese Tür öffnen, stellen wir uns mal so hier vor, damit man es auch kennt. Bevor wir diese Tür öffnen, würde ich sagen, machen wir jetzt schon direkt eine ganz, ganz kurze Pause. Für euch sind es wahrscheinlich nur wenige Sekunden bis zur nächsten Folge. Und bis dahin würde ich einfach mal sagen, reingehauen, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao mit V, euer Latt.